Trotz des entschiedenen Widerstands Russlands hat der UN-Sicherheitsrat in New York in einer öffentlichen Sitzung über die Ukraine-Krise beraten. Russlands UN-Botschafter beschuldigte die USA, mit der Sitzung Hysterie schüren zu wollen. Dies wies die UN-Botschafterin der USA zurück. Sie beschuldigte Russland zudem, eine deutliche Aufstockung der Truppen in Belarus nahe der ukrainischen Grenze zu planen. Der Westen befürchtet, dass Russland nach der Annexion der Krim 2014 einen Einmarsch in die Ostukraine vorbereitet. Der Kreml bestreitet Angriffspläne, führt aber gleichzeitig ins Feld, sich von der Ukraine und der NATO bedroht zu fühlen.